Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge Mario Striker Charged Football. Wir sind noch im Feuerpokal. Man sieht, denke ich, dass wir mit 3 Siegen und 0 Niederlagen und einem Torverhältnis von 43-2 relativ gut nach den ersten 3 Spielen dabei sind. Wario konnte sich tatsächlich relativ hoch halten und hat letztendlich nur das Spiel gegen mich verloren. Und seine Torstatistik ist trotzdem 9-19, weil wir 15 gegen ihn geschossen haben. Ja! Wir wollen heute den Feuerpokal abschließen, müssen dazu noch einmal gegen jedes Team spielen. Letztendlich dann gegen den Tabellenzweiten, wer auch immer es wird, weil ich bin jetzt mal so optimistisch, dass ich hier Erster werde. Asteroidenstadion, was war das? Also ich weiß, viele Stages waren relativ ranzig in dem Game. Das ist auch eine der Sachen, die ich am wenigsten mag. Sieht ganz cool aus. Waren hier irgendwie nicht Meteoroiden oder sowas? Oh ja, Depp! Wieder! Mach den Depp, Waluigi! Mach den Depp! Er deppt! Für die, die letzte Folge nicht gesehen haben, das Nunchuck funktioniert hier noch schlechter als in Mario Galaxy. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Das hier ist eigentlich nur Toad springt über den Torwart. Das Spiel. Naja, ganz selten. Tuckers Hammer über den Torwart auch am Boden fest. Oder waren die GH 5 Schüsse auf einmal auf ihn? Och Mann, der Torwart lag am Boden. Da hat der Gegner wirklich mit vollem Körpereinsatz verteidigt. Aber Toad verteidigt keiner. Es ist immer Toad. Darf ich anmerken, dass das Logo von Waluigi echt cool ist? Oh, Toad hat den Ball. Schade. Ach übrigens, noch eine... Zwei gute Fakten über das Spiel. Erstens, Toad macht dich misslich. Zweitens, Smash Bros. Spieler, die Waluigi wollen, sollten das hier spielen. Ja, Waluigi ist hier nicht so broken. Seine Ulti ist aber schon echt gut. Ich meine, die schenkt einem, wenn man es richtig macht, ein gerades Megaschuss. Okay, und wenn der Gegner darf da nicht so aufmerksam sein. Schade. So, Megaschuss. 5 Grüne. Waluigi mit seiner fucking Peitsche. 1, 2, 3, 4 und 5. Alle drin. Waluigi freut sich. Nein, ich hab die Bomben schon gesehen. Falscher Knopf. Nope. Nope. Machen wir nochmal auf voller Power. Wenn die jetzt nicht alle reingehen, wäre das halt so typisch. 1, 2, 3, 4 und 5. Nochmal alle rein. Donkey Kong, willst du etwa noch höher verlieren als letztes Mal? Unsere erste Begegnung war ein 14-0. Was? Oh mein Gott, wie close war das denn? Ich wollte gerade sagen, und das hat er jetzt schon, das schafft er jetzt schon nicht mehr. Willst du mit, danke! Nicht nur Bananen. Warte, der fliegt? Das ist ein Hammer, Bruder! Ja, es. Wie fliegt der? Ich hab dem gerade einfach alle Items gegeben, die er sich wünschen könnte. Oh, 4 ohne krasse Power. Und wie viele gehen rein? 1, 2, 3. Ich glaube, der Typ hat auch keinen Bock. 16-0.
Alter, da macht er den Donnerschlag. Ist aber meiner Meinung nach keine so gute Ulti. Todd braucht keine Ulti, um schon besser zu sein als das. Ich mache einfach immer dasselbe hier am Anfang. So, machen wir nochmal 5 Grüne. Ich glaube, ich sollte weniger Megaschüsse machen. Die kosten nur Zeit. Einer. Dieses Mal hält er 3, alles klar. Komm, wir wollen aber noch auf 20. Und wir wissen, obwohl ich will mal mit Monty ein Tor schießen, der hatte noch keins. Dankeschön. Da hat er auch Monty. Toad ist der Einzige, der mit seinem eigentlichen Trickschuss nicht wirklich Tore schießen kann. Aber wozu hat man denn das Steuerkreuz? Donkey Kong ist, glaube ich, seelisch gerade am Abgrund. Ach stimmt, ich kann ja auch noch mal ein Item benutzen. Donkey Kong! Was ist das? Das ist eine komplette Demütigung! Wirklich? Sag mal, was ist mit dem da hinten los? Der war ja nur zur Hälfte aufgeladen. Gebt euch das! Ich glaube, wenn ich das eine Tor freuen kann. Stimmt, was ich mich gerade frage, kann Waluigi, wenn er es richtig macht, eigentlich auch den Torwart outplayen mit seinem Trickschuss? Ich glaube schon. Der hat gar keinen Bock mehr. 23 zu 1. Das will ich jetzt testen. Yeet. Oh fuck, sie haben Kettenhund. Übrigens können eigene Items einen auch selber treffen. Aber der Torwart sagt auch, nein, hier passiert nichts mehr. 23 zu 1. Waluigi, nein, ich habe ihn nicht besiegt. Ich habe ihn einfach gelöscht. Ich glaube auch nicht, dass er sich davon irgendwie erholen kann und noch auf Platz 2 der Tabelle vorrücken kann. Andererseits werde ich jeden zweimal besiegen. Das mit dem Löschen passt aber ziemlich gut, da du heute die Scheuerdaten resettest hast. Ja, gut! Aber Donkey Kong hat hier jetzt wirklich gar nichts mehr zu sagen. Jetzt mal im Ernst, wir haben hier jetzt, oh Gott, 66 Tore, Hilfe. Donkey Kong auf Platz 3. Bowser ist auf 7 Punkten. Es wird ganz schwer für Donkey Kong, da noch irgendwas zu machen. Aber wenn ich Wario besiege, ist das schon mal wichtig für ihn. Pilzstadion, jawoll! Die Map ist vor allem dadurch gut, dass sie eigentlich keine Besonderheiten hat. Das ist der absolute Standard in dem Spiel. Wario im Moment auf Rang 3. Für ihn kann das schon entscheidend werden, dieses Duell. Wenn ich dran denke, dass Bowser noch als ich gegen ihn gespielt habe, Tabellenletzter war, der hat es gut aufgeholt. Zwar nicht gegen mich, aber gute Landung. Ich glaube, die musst du noch üben. Weißt du, was du auch noch üben musst? Werden eigentlich, muss meine Captains im echten Leben auch per Hubschrauber eingeflogen, springen dann einfach ab. Ach, man kann auch 6 Schüsse bekommen? Ja. Ich dachte, 5 wäre das Maximum. Wo ist denn diese kleine roten Balken? Da war ein kleiner roter Balken? Ich glaube, du musst mal zum Optiker. Jau! Ich finde auch Waluigis Flex ziemlich toll, wenn er da so Toren macht. So, hauen wir den mal in den Boden rein. Wario. Willst du dich hier irgendwie eigentlich noch im Spiel irgendwie einfach irgendwas machen oder hast du es schon aufgegeben? Zweiteres. Alter, Monty richtig am Upstylen, der fette Maulwurf. Monty ist halt wirklich eine Defensivbestie. Ich will mal mit Toad den Trickschuss nutzen. Jetzt kann der den Ball halt nicht mehr festhalten.
scheiß Timing. Oh, er hat schon wieder Kettenhund, der Ekelhaft. Das macht so einen Spaß, Alter. Neues Nunchuck kaufen lohnt sich aber auch nicht. Wie teuer sind die Dinger eigentlich? Die haben doch schon seit Ewigkeit nicht mehr produziert werden, oder? Weiß nicht. Ich denke, so teuer wären sie gar nicht, aber jetzt mal im Ernst, wie oft benutzen wir die Dinger noch? Es ist möglich, dass das das letzte Let's Play mit Nunchuck ist auf diesem Channel. Vor allem, wenn Mario Galaxy irgendwie remaked wird. So, 6 hoch. Dann müsste ich ja für ein Reloaded auch da das Nunchuck nicht mehr nutzen. 3, 4 und 5. 12-0. Ich glaube, Wario könnte Probleme bekommen. Aber noch ist er nicht aus der Liga raus. Wenn er gegen Donkey Kong gewinnt und wenn jetzt Donkey Kong gegen Bowser gewinnt und dann Wario gegen Donkey Kong, dann glaube ich, ist er weiter. Ich habe eigentlich nicht aufs Steuerkreuz gedrückt. Warum feuern diese Keks Wario an? Es steht 13-0. Geh gleich wieder in die Wand. Alter, Pfostentor. Gar kein Mitleid mit dem Toad da. Der kommt gerade von der Elektrowand und ich sag einfach, geh dahin zurück, wo du herkommst. Ah, danke fürs Item. So viel zum Thema, eigene Items können einem auch selbst schaden. Ich mach mal hier 6 voll aufgeladene Ultraschüsse. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 19-0. Man könnte meinen, dass die Spiele ein bisschen knapper werden gegen Ende der Saison. Aber nein. Komm, Monty, du darfst auch nochmal. Hat nicht gepasst. Aber nicht verzagen. Toad funktioniert immer. 20-0. Wow, er hat meinen Megaschuss verhindert. Apropos Toad. Oha, der Torwart hat's noch geschafft. Obwohl Toad bereits durch war. Nein, ich habe schon gesehen, das war das Shy Guy da Camp. Ich habe gedacht, der Torwart geht hin. Übrigens, der Unterschied zwischen Grätschen, wenn man schüttelt... Alter, seht ihr das? Ah, schade. Toad kann den outplayen, den Kettenhund. Komm! In den letzten 0,3 Sekunden! Jawoll! 1, 2, 3! 23-0 innerhalb der letzten 0,4 Sekunden! Da ist gar kein Respekt mehr drin! Ja, Waluigi merkt das hier auch. Es gibt keine Konkurrenz in dieser Liga. 1-32 Torschüsse. Eieieiei. Hier läuft's aber gar nicht für die Gegner. Waluigi räumt auf. Aber wie gesagt, das wird sich ändern in späteren Turnieren. Wario ist tatsächlich auf Platz 2. Hat bereits sein letztes Match abgeschlossen. Ich könnte jetzt einfach mit Absicht Bowser gewinnen lassen, um Wario 1 auszuwischen. Dann wäre nämlich Bowser weiter. Aber nee. Wir sehen hier, es gibt auch solche
Nebentrophäen. Noch wer die meisten Tore schießt, alle haben Gleichstand und ja, also 11 Tore müssen schon drin sein gleich noch. Mit Gegentoren dasselbe. 11 Tore müssen drin sein, dann haben wir eine dreistellige Anzahl. Und das schaffen wir, denke ich. Ödland. Och, war das das, wo diese Blitze einschlagen? So richtig dumm. Nein, ich weiß aber auf jeden Fall, dass die Station eine richtig coole Melodie hat. Aber Bowser ist hier jetzt wirklich Leben am Limit. Er muss gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Und Waluigi deppt auf die Helder. Ja, das stimmt, die Musik ist gut. Bowser, willst nicht im Pokal bleiben, oder? Ich meine, mir nach können wir es so machen. Ja. Ja, der trifft den Ball, der Blitz. Das ist halt das Dumme, das mag ich überhaupt nicht. Da wird man auf der Stage dafür bestraft, den Ball zu haben. Oh, da kriegt er den Feuerschuss raus. Tue ich aber auch. Aber ich glaube, der gegnerische Torwart hat genug Zeit. Als ob. Oh, ich habe mein Special. Ey, ich wollte zu Waluigi spielen. Ah, stimmt. Übrigens, der Boden hier ist. Da hast du mal seine Special, deswegen. Ah, übrigens, falls das irgendwen interessiert, der Boden hier ist ein bisschen rutschig auf der Stage. Bei Ödland habe ich eher mit sowas Wüstenmäßiges gerechnet, aber es hat eher einen Eindruck von einem eher vereisten Stadion. Das ist gar nicht Schlamm. Das sieht nicht aus wie Schlamm. Schlamm war eine andere Map, weiß ich. Es gibt eine Schlamm-Map, aber das war nicht die hier. Ey, mein Nunchuck. Das wird noch so toll. Ich sehe auch jetzt schon, ich werde später Spiele daran verlieren. Ich will mal ein bisschen was anderes machen gerade, deswegen schieße ich hier mit dem Toad so. Ah, sehr schöner Schuss. Ich würde sagen, er hat seine Special ausgepackt. Oh, ich wollte sagen, sehr close. Ah, dieses Mal hat er es rausbekommen. Bowser ist der Einzige, der schon Ultis gegen mich rausbekommen hat. Zweimal, aber sein Special Move ist auch krass. Müsste jetzt halt nur was bringen. Legt er hier. Das ist auch cool. Toad ist wegen der Ulti noch so komplett mit Ruß bedeckt. Also wegen Bowser's Special Move. Ja, das Spiel ist halt echt total reich. Pokémon, nehmt euch mal ein Beispiel da dran. So, wird Zeit für. Ach so, ich muss gedrückt halten. Ich hab mich an meiner eigenen Stachelwand gestoßen. Also wenn hier alle tot umfallen, rennt Toad doch gerne zweimal am Ball vorbei. Oh Gott. Kettenhund macht das Spielfeld unsicher, aber ist schon wieder weg. Ich glaube, umso größer der Rückstand, desto länger hält der und das war nicht gut. Was? Das hat er nicht geblockt? Ich war mir sicher, den kann er locker aufhalten. Ich dachte, das hängt voll von der Distanz ab. Ist das irgendwie doch Glück, oder? Okay, oh. Alter, jetzt haut er ja komplett mit den Items raus. Der hat Ketten und seine Ulti benutzt, um noch einen Megaschuss zu bekommen. Und weißt du, was das Schöne ist, Bowser? Das fucking Nunchuck. Kein einziger.
Wo der einzige Getreide Pollenpause auch noch das Mannschaft bezahlt. Nehme ich. Ja, Alter, das ist ja komplett bezahlt. Das ist so schlimm in dem Spiel. Ich dachte, das wird in Mario Galaxy schlimm, weil man da gefühlt immer Drehattacken macht. Aber anscheinend sind die Grätschen hier noch schlimmer. Nur 6 Tore. Wir sind nicht mal auf 100. Bowser hat uns jetzt voll hier die Tour vermasselt. Was ist denn das? Spielverderber. So, Hammerbruder. Ah ja, ich wollte gerade sagen, wir haben damit einmal getroffen, ja, in der 6. Spielsekunde. Dann 2. Spielhöhepunkt, Überraschung, Toad springt über den Torwart. Und Spielhöhepunkt. Ah, Monty. Ich mach mal die Tür zu. Monty, haut raus. Das war das letzte Spiel der Gruppenphase. Damit werden normalerweise auch die Goldstiefel und die Mauertrophäe verteilt. Und natürlich beide an den Herrscher des Kommunismus. Bald wird er erwischt. Sag mal, die Zeitung sagte die ganze Zeit nur, ich betrüge. Schwindler lässt Gegner hinter sich. Sag mal. Waluigi ist in der Finalrunde. Ja, und die werde ich auch gewinnen. Waluigi ist echt unbeliebt bei Nintendo. Ach was. Waluigi als Verteidiger geehrt. Waluigi hat die Mauertruppe für die wenigsten Gegentore in der Vorrunde. Kritter? Naja. Zumindest sagen sie einmal nichts Schlechtes über mich. Ja, und Waluigi ist krass, deswegen Goldstiefel auch noch. So, du hast Mauer- und Goldstiefel-Pokal gewonnen. Du hast das Ödland für den Dominanzmodus freigespielt. Alter, was, man schaltet dann mit Stages frei. Also, Finalrundenregeln. Gewinn das Spiel, um ins Finale zu kommen, sonst schaltest du aus. Es ist Wario, wie bereits relativ klar war. Donkey Kong, absolut der Schwächste von allen. Und komm, Wario, komm, nächste Runde. Das letzte Spiel vom Battle gegen den Champion. Och nee, Gewitterinsel. Egal. Übrigens, warum ich Waluigi in diesem Projekt regelmäßig den Herrscher des Kommunismus nenne, verstehen auch nicht alle. Dieses Mal hat es 7 Sekunden gedauert. Ich war mir sicher, dass der Buhu ankommt schnell. Deswegen habe ich lieber wenige Schüsse und, naja, Power genommen. 1, 2, 3. So, wir sind 11 Sekunden im Spiel. Ich liege 4-0 vorne. Alter, da versuchen sie schönes Passspiel, aber wer braucht Passspiel? Die verstehen, glaube ich, nicht ganz, dass sie Toad im Team haben. Achtung, fliegende Kuh! Ich habe keine Ahnung, was Shy Guys Trickschuss ist. So oder so würde ich ihn das gerne nicht ausführen lassen. So, 4 mit voller Power. Die Duelle dauern halt echt eine ganze Weile durch die ganzen Megaschüsse. 7-0. Wario! Dir ist bewusst, dass wir hier im Endspiel sind. Monty hat sehr starke Schüsse. Hat man gerade auch bemerkt. Er hat den Torwart damit sehr unter Druck gesetzt. Hammerbruder ebenfalls. Sehr schön. Das war doch gut.
ein schönes Passspiel und dann einfach den aufgeladenen Ball von hinten komplett reingezimmert. Ja, Versuch kann man machen. Ich lande irgendwie weniger mit Toad im Moment. Falscher Knopf. Alter! Stimmt, hier kann man ja die Gegner von der Stage werfen! Hier gibt's keine Wand, hier können die Gegner von der Stage fliegen und die eigenen. Das war das Schlimmste an der Stage. Seht ihr, Buhu ist runtergefallen und ist jetzt einfach nicht da für eine Weile. Hier kann man einfach in eine absolute Unterzahl geraten. Man muss nur aufpassen, man kann auch durch eigene Grätschen darunter fliegen. Oh Gott, Varium im Special. Hammerbruder setzt sich durch. War mir jetzt fast geschafft. Ja, aber auch nur fast. Und stattdessen Hammerbruder mit dem 11:0. Buhu ist schon wieder weg. Das braucht, glaube ich, eine ganze Weile, bis die zurückkommen. Und das war jetzt komplett verzögert zu dem, wie ich gedrückt habe. Sag mal, sind wir in Smash Online oder was ist das für ein Input-Lag? Und Hammerbruder. Oh, Lattentor. Also da war das letzte Spiel gegen Bowser aber spannender. Ich mag allgemein diese Ultis. Überhaupt nicht, bei denen der Gegner einfach noch so eine Ladung hat, die er dann einfach mit der Zeit vergeben kann. Oh, jetzt kann er sich hier eine sehr gute Situation erarbeiten. Und oh, volles Tempo. Ich glaube, die werde ich nicht alle bekommen. What the fuck ist das für eine Animation? Der ist explodiert, der Junge. Ihr habt's gesehen. Das ging sehr schnell. Einer ist reingegangen. Mario liegt 12:1 zurück. Darüber würde ich mich nicht so freuen. Außerdem dauert das Spiel noch 10 Sekunden. Das heißt, Toad muss noch ein Tor machen. Okay, Nunchuck will nicht. Ja, Waluigi und Toad sind... Oh, 0,7 Sekunden vorm Ende. Danke. 12:1. Waluigi hat wieder dominiert. Der dritte Spielhöhepunkt war, echt jetzt, das war nur der dritte mein schönes Passspiel mit dem voll aufgeladenen. Das war mein persönliches Highlight. Der zweite war Hammerbruder, im Hintergrund sieht man schön Fisch fliegen. Hammerbruder mit dem Lattentor. Und der Höhepunkt war Monty mit dem Double Outplay into nochmal Outplay. Das war eine schöne Beschreibung. Komm, das letzte Duell des Feuerpokals machen wir heute noch. Holen wir uns das Ding! Wir sind in Grand Fine! Augen auf! Fans wütend! Leck mich doch! Waluigi trickst sich ins Finale des Feuerpokals. Also jetzt reicht's aber. Glückstreffer bringen Außenseiter ins Finale gegen Bowser Jr. Ja genau, ich gewinne 23:0 wegen Glückstreffern. Wahrscheinlich sind die sind doch alle salzig, diese Haufen Scheiße. Was ist denn das? Oh, das ist ein Best of Three, das wusste ich nicht mehr. Also dann, Bowser Jr., Champion des Feuerpokals. Bei dem werde ich schon weniger rumspielen können, weiß ich. Die Lavagrube ist hier gescriptet. Die kann man auch erst ab jetzt bekommen als Stage. Die ist nicht nett. Und die Sache ist die, wenn man an irgendeiner Stelle des Turniers scheitert,
muss man das ganze Ding von vorne machen. Natürlich ist Bowser Junior im Heimspiel. Alles klar! Oh, Musik klingt cool. Da kannst du noch so ein Champion sein, wenn Toad ankommt. Die Ulti von Bowser Jr. habe ich gar keinen Plan. Aber... Wen juckt denn das auch? Ja, okay, das hat er schlauer gemacht als viele andere bisher. Da war ein Meteor. Und Monty mit dem 3:0. Auch im Finale beweist der Herrscher des Kommunismus bisher seine Dominanz. Bowser Jr. wird mich nicht stoppen. Da kommt wieder die Peitsche. Los! Los, meine Sklaven! Alter, nur einer. Trotzdem, ich dachte, du bist Champion. Oh, er hat seine Ult. Alter! Das ist so mit Abstand das Schlimmste hier bisher. Hier, das lädt den Ball sogar auf, wenn er das berührt. Kann das mal irgendwer, der schussstark ist in der Offensive, in der gegnerischen Hälfte bekommen? Achtung, Ball auf die Lava. Jawohl! Schön! Wir beginnen hier die Gegner einfach komplett vorzuführen. Ah, schade. Und du nennst dich Champion? Monty sagt nein. Sechs zu null. Machen wir 7 draus. Der hat einen Schrei, der Keck. Der ist sauschlecht, habe ich das Gefühl. Oh nee, Waluigi ist geschrumpft. Meiner. Du solltest zu Waluigi passen. Und er dann zurück zu dir, damit wir ihn voll aufgeladen. Okay, das wird ein... Ach, aber null Stärke. Der kann auch nichts außer schreien. Das ist übrigens natürlich hier voll drauf zeigen, Bewegungssteuerung. So, Toad. Oh, schade. Dann nimm doch. Ah, damit kann er auch seine eigenen Teamkollegen treffen. Aber die Größe ist Hammer, Bruder, egal. Scheiße, ich musste cut. Ach. Ich hoffe einfach, ich rechne aber auch damit, dass ich eine Pause machen kann, damit wir dann nächstes Mal das Turnier wirklich abschließen. Ach, da war noch einer. Hier, das Feuer ist gerade ein bisschen viel. Ach, das war's ja! 8 zu 0! Waluigi besiegt Bowser Jr.
Der dritte Spielhöhepunkt, Toad springt über den Torwart. Der zweite Spielhöhepunkt, mein schönes Passspiel. Und dann voll da rein. Und der Spielhöhepunkt, Vila Monti, der gönnt sich die Höhepunkte im Moment. Also, das war schön, gutes Ergebnis. Und in der nächsten Folge werden wir dieses Best of 3 zumachen und uns den Titel des Feuerpokals holen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dann und ciao.